Hallo und willkommen zurück hier bei Book of Unwritten Tales. Und ich überlege gerade, wo sollen wir jetzt hingehen? Seefels wäre wahrscheinlich... Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, ist Seefels im Moment ein heißes Pflaster. Genau. Besser, wir lassen uns dort nicht ohne den Erzmagier blicken. Oh. Seine menschliche Version, meine ich. Oh. Seine menschliche Version, meine ich. Wir können entweder nach Tugator und probieren, ob... Ja gut, wir brauchen ja eh den Geisterkompass. Oder wir fliegen nach Lorem Ipsum. Leinen los. Ja. Ich denke auch, wird wahrscheinlich... Der hat es ist auf der Insel nicht sicher für dich. Van Buren könnte jeden Augenblick zurückkehren. In dem Fall ist es da auch nicht sicher für dich. Ja, aber du musst nicht nur an dich denken. Naja, dann... Ruf, wenn du mich brauchst. Mach ich. Okay, sie bleibt hier. Können wir mit dem Wächter irgendwas machen, dass wir ihm hier... Den Spiegel könnten wir zurückgeben. Es gibt ein Sprichwort über Leute, die mit Messern an Schießereien teilnehmen. Und ich habe nicht mal ein Messer. Okay, da können wir gar nichts machen. Aber jetzt, da Ivo wieder da ist, gibt es vielleicht oben im Observatorium irgendeine schöne Möglichkeit? Können wir mit dem Orakel? Ansonsten müssen wir... Vielleicht kannst du mir noch mal helfen. Psst, ist gerade spannend. Vielleicht kannst du... Psst. Okay. Der hat für uns gar nichts und es gibt auch nichts irgendwie, mit dem wir interagieren können. Was ist mit dem Gebäude? Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Ja, das ist halt... der Chantal. Was können wir denn mit dem... Die Kleine hat nicht nur einen gesegneten Appetit, sie hat auch eine fantastische Verdauung. Okay, mit dem Spiegel können wir nichts machen. Hier irgendwie reden mit ihm geht auch nicht. Das Ganze... Es gibt ein Sprich... Okay, also kämpfen geht gar nichts. Okay, dann gehen wir lieber schnell rüber nach Lorem Ipsum. Leinen los. Yep. Und dann ab von Bord. Beeindruckend. Habt ihr all das freigelegt? Wir hatten Hilfe. Wen? Er wartet in der Pyramide, deren Eingang Vieh und ich ganz alleine geöffnet haben. Hurulup. Ach, ich kann mich schon bewegen, oder? Gut, hier haben wir Ivo, mit der kann ich Ivo? Auch. Ja? Bis später. Okay, bis dann. Gut, wie viel Uhr haben wir? Die Sonnenuhr funktioniert erstaunlich gut. Sie sagt mir, dass es höchste Zeit ist, weiterzumachen. Okay, gehen wir in die Pyramide rein. Ich glaube, hier draußen gibt es... Darf ich vorstellen? Die Mumie. Ach, oh nein. Nein, nein. Mortimer? Ich werde nicht mit dir reden. Ihr kennt euch? Wir kennen uns. Ich weiß nicht, was ihr hier tut, aber um meiner geistigen Gesundheit willen werde ich sie ignorieren. Ihr kennt euch tatsächlich. Was hat sie denn? Okay, und jetzt, da wir eine Person mehr sind, können wir auch mit dem Hebel im Loch... Also nochmal. Hebel im Loch, ja, stimmt schon. So, nicht loslassen, sondern jetzt kommt Ivo dran. Und ja, wir haben den Lebensfunken. Okay, sie kann nichts machen. Dann lassen wir hier nochmal los. Dann machen wir es genau andersrum. Ivo? Komm. Ein Loch in Schulterhöhe. Nur ein Idiot würde seinen Arm da reinstecken. Hey! Ein Loch in Schulterhöhe. Nur ein Idiot.
Toll. Okay, probieren wir es nochmal. Nate. Ein Loch in Schulterhöhe. Ja. Nur ein Idiot würde seinen Arm da reinstecken. Okay, wir nehmen Nate dieses Mal. Er soll wieder den Hebel umlegen. Dann probieren wir es dieses Mal. Also nochmal. Yep. Und dieses Mal nehmen wir das Vieh. Ah, guck mal, Vieh passt durch. Mambo, Limbo. Okay, hier hat's einen Hebel. Kickster Push. Ja, Kickster Push. Okay, da kommen wir wohl offenbar nicht durch, aber hier hat's einen Meißen. Ja, nimm den Alakabumbum. Okay, was haben wir? Ein kleines Loch in der Wand nehmen wir auch, komm. Und zack. Ja. Können wir da vielleicht den Meißel reinstecken? Nein, können wir nicht. Betrachte Löcher in der Wand und hier hat's ein großes Rad. Hat's da irgendwie eine Möglichkeit? Laufe im großen Rad. Okay, was ändert sich dadurch? Okay, und was bringt es, wenn er da läuft? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Okay, ja, müsste glaub reichen. Box. Ja, schauen wir rein. Okay, der hat ein Geheim. Oh, na klasse. Okay, da haben wir keine Möglichkeit. Kriegster Push. Und hier. Babalu. Ja, böse Falle. Babalu. Okay, was haben wir hier? Betrachte das kleine Loch. Und da können wir nichts irgendwie da damit verwenden, oder? Schauen wir nochmal. Ich glaube, wir müssen ihn hier wirklich eine Weile laufen lassen. Ich probiere es einfach mal aus und wechsle dann halt immer rüber. So. Okay, probieren wir hier dran vorbeizukommen. Oh, jetzt sehen wir die anderen auch. Ach, davon geht das Licht da hinten an, oder? Na, ganz lecker. Was zum Teufel? Skarabäen! Ja, lecker. Die haben wir früher häufig in Fallen verwendet. Sie fressen Eindringlingen das Fleisch von den Knochen. Ganz tolle Tiere. Ja, ganz toll. Okay, was können wir mit denen machen? Solange die Mistkäfer da herumwuseln, setze ich keinen Fuß in den Raum. Das erscheint mir eine gute Idee. Zumindest solange ich auf deinen Schultern bin. Ein kleines Stückchen vielleicht. Okay. Das hängt wirklich alles schön zusammen. Okay. Hat es geklappt? Kann man sie irgendwie weglocken oder vertreiben? Haben sie Angst vor Feuer? Das sind Elitekäfer. Wir haben ihre Ur- und so weiter Ahnen darauf trainiert, Eindringlinge zu überwältigen und möglichst qualvoll zu töten.
Mistkäfer sind sehr stark, weißt du? Jeder von ihnen kann eine Mistkugel bewegen, die 20 Mal so schwer ist wie er selber. Können wir das dann vielleicht hier drüben? Das scheint ja irgendwie miteinander verbunden zu sein. Moment, probieren wir. Vielleicht halten sie mich irgendwann für einen Freund und greifen mich nicht mehr an. Ja, gute Idee. Vielleicht halten sie mich irgendwann für einen Freund und greifen mich nicht mehr an. Oder sie überwältigen und töten dich, weil sie an den Rest des Dunks wollen. Nochmal, komm. Vielleicht halten sie mich irgendwann für... Oder sie... Okay, das klappt irgendwie überhaupt nicht. Können wir die Anleitungstafel irgendwie... Nein. Das irgendwie hier rein? Auch nicht. Da eine Planke. Das Brett ist nicht lang genug, um damit die Grube zu überbrücken. Und schräg reinlegen? Okay, aber den Mist kann ich jetzt hier auch nicht irgendwie... mit irgendwas anderem verwenden? Nein, geht nicht. Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man... Bist du... Ja, bitte. Okay, da können wir auch nichts machen. Dann schauen wir uns doch nochmal um. Hier oben haben wir noch was. Ach nee, das ist die... Selbst wenn ich über diese Fall... Die Kugel sollte den ein... Ich schätze... Okay, da haben wir gar keine Möglichkeit. Dann lassen wir mal Ivo hier ein bisschen sich umschauen. So. Hallo? Okay, sie sagt gar nichts. Mir wären natürlich ihre Gedanken auch sehr, sehr lieb. Oh, hier, Grabbeilagen nochmal anschauen. Erstaunlich. Selbst die meisten Dinge aus Holz sind noch erhalten. Na gut, das Klima ist warm und trocken hier. Aber ich hätte erwartet, dass viel mehr nach all der Zeit verrottet ist. Mistkäfer? Was hat sie da dazu zum Sagen? Harte Schalen, große Zangen. Mistkäfer. Viele davon. Harte Schalen, große... Ja, okay. Mit dem Dumm können wir gar nichts machen. Und was bringt's mir jetzt, dass es Vieh drüben... Moment, liegt es wirklich daran, weil es hier läuft? Dann lassen wir es mal absteigen. Und hier rüber gehen. So, schauen wir wieder rüber. Ah, jetzt ist es wieder dunkel. Okay, also die Teile hängen miteinander zusammen. Das heißt, es ist so eine Kombinationsquest. Aber hier gibt es irgendwie gar nichts mehr. Dann holen wir es am besten mal hier raus. Fallgrube. Ich schätze, dass die Grube früher mit dünnen Holzbrettern oder dergleichen abgedeckt war. Mortimer oder die Zeit. Einer von beiden hat die Grube freigelegt. Okay. Dieser Teil der soll... Ist. Ja. Okay, und hier haben wir auch keine Möglichkeit. Aber Ibo bringt uns hier jetzt auch nicht weiter, dann... Ja, wieder so ein Rätsel, das wir hier lösen müssen und ich komme einfach nicht... Also nochmal. Ja, okay, jetzt können wir es hier rausschicken. Ach, das hier ist der Maschinenraum. Gute Lob. Okay, verwende Meißel mit Inge... Nee. Aber das, den Meißel können wir sicherlich hier direkt... Nee, können wir ihm nicht geben, oder? Vieh hier, Meißel an... Früher konnten wir doch immer direkt dann hier Sachen weiterreichen. Aber offenbar ist es ein... Na, reden wir mal mit. Ah. Was denn? Irgendwann hackt es dir schon noch die Hand ab. Hey, Fee. Hä? Hä?
Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hier gibt's nichts. Und gibt's hier irgendwas, was wir machen können? Auch nicht. Gebrauchsanleitung gibt es eine Stelle, die man drücken muss, um einen Zug. Aber ich kann nicht einfach wild herumprobieren. Haben wir schon dann gelöst? Hier. Naja, kleines Buggy noch, aber naja, was soll's. Gut, ja. Dann, wenn wir hier jetzt gerade nicht weiterkommen, dann fliegen wir jetzt wieder rüber zur anderen Stelle und schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen weiterkommen, beziehungsweise wie wir das Ganze hier lösen können. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gib ein Like. Und ja, war jetzt heute ein bisschen tröge halt eben, aber war ja schön mal mit den drei jetzt hier unterwegs zu sein. Und ja, wir wissen jetzt, Mistkäfer, Mist haben wir. Wir müssen noch irgendwie mehr Mist holen und die blöden Käfer irgendwie vertreiben und dann über diese blöde Falle drüber kommen. Ja, okay, also bis morgen dann. Ciao, ciao.